Moin Leute, herzlich willkommen schon wieder zu einem neuen Video. Und zwar habt ihr vielleicht schon im letzten Video gesehen, es ist einiges hier im Lager am Rumstehen. Und das würde ich gerne mit euch auspacken. Drei große Kartons. Ich guck mal, ob ich die Kamera nochmal besser ausrichte und dann geht's los. So, entschuldigt das Chaos hier. Diesen Karton habe ich aus Versehen im letzten Video schon angefangen zu öffnen. Und zwar zeige ich euch jetzt, was da drin ist. Es ist eine Musikanlage, die ich schon mal besessen habe, die aber kaputt gegangen ist wegen unsachgemäßer Benutzung. Und zwar handelt es sich um die Dave 10 G3, eine ganz kleine, kompakte Musikanlage für DJs. Hier drin sind noch zwei Fun Generation XLR Kabel. Ah ne, doch nicht. Zwei Fun Generation Loudspeaker Kabel. Weil ich nicht weiß, ob da welche bei sind. Ich glaube nicht. Hier kann ich euch mal eben zeigen. Nichts Besonderes. Beacon 5 Meter reicht. Ich hoffe, man sieht auf dem Video genug, aber ich werde die wichtigen Sachen auch an die Kamera holen. Warum habe ich diese Anlage überhaupt gekauft? Wir haben ja 15 Zoll Bässe hier und 10 Zoll Tops. Das ist schon ziemlich klein. Aber es gibt Anwendungen, wo man noch was Kleineres braucht. Garagenpartys, irgendwo nebenan so eine Beschallung, soll, keine Ahnung, Raum daneben, soll vielleicht auch Bass haben oder so. Also wirklich ganz kleine Anwendungen, Wohnzimmerpartys oder so, wo doch jemand im Wohnzimmer was feiert, wirklich klein. Da ist das einfach überdimensioniert. Und da brauche ich eine ganz kleine Anlage. Und da habe ich überlegt, 12 Zoll, also 15 Zoll Bass ist eh zu groß. Da habe ich gedacht, 12 Zoll, ah, das ist ja nur so eine kleine Stufe kleiner. Und vielleicht immer noch überdimensioniert, also was ganz Kleines. Und dafür ist diese 10 Dave 10 G3 gut. Und ich habe da ja auch schon Erfahrung mit. Das Ding ist halt, die ist mir kaputt gegangen. Nicht, weil sie schlecht war, sondern weil da jemand einfach, die hat jemand wirklich kaputt gemacht. Mit, keine Ahnung, Mischpult aufgedreht, komplett roter Bereich, stundenlang reingefeuert und dann war es durch. Das machen die nicht ewig mit. Das ist halt so. Und ja, deswegen jetzt mal neu gekauft. Und da zeige ich euch, was es da auch für Zubehör gibt. Hier sind jetzt die Tops drin. So, ein bisschen die auszupacken. Ich zeige euch mal eins. Das ist das Top-Teil. Es ist ein bisschen größer als mein Kopf. Also, ihr seht schon, ich kann es hier auf die Schulter packen. Es ist recht klein. Ich weiß gar nicht, wie viel Zoll das hat jetzt hier. Der Treiber da drin. Von vorne so sieht es aus. Hier ist so ein Gitter mit Schaum dahinter. Sieht sehr schick und schlicht aus. Ich mag das Logo von denen auch. Es ist sehr schlicht. Von unten Standfüße, 4 Stück. Und hier ist die Aufnahme für Stativ. Der Flansch, ja. Ganz in Ordnung, kann man jetzt nicht irgendwie ausrichten oder so, braucht man jetzt auch nicht zwangsläufig. Ja, von oben kein Griff, von hinten habe ich diesen kleinen Griff, damit lässt sie sich easy tragen, das ist ganz cool. Ansonsten, was haben wir hier noch? Ja, Anschluss, Beacon, steht auch drauf, 100 Watt und 4 Ohm. Ja, das haben die Tops. Der Bass dürfte dann hier drin sein. Oh, der wiegt schon ein bisschen mehr. Ich weiß gerade gar nicht, was der Weg. Die Daten werde ich in die Videobeschreibung schreiben, wie schwer das Ganze ist und so. Und die Maße. So. Wie das immer verpackt ist. Hier ist der Bass drin. So. Das wiegt schon ein bisschen was. Ist das was so Unhandiges? Wie schwer ist der denn? Steht das hier drauf? 19,5 Kilo, also der Subwoofer wiegt schon seine 20 Kilo fast. Der ist aber, meine ich, gut zu tragen. Jetzt mit Karton vielleicht nicht, aber an sich. So, jetzt mal hier mal auf. Hier ist jetzt auch die Bedienungsanleitung drin, auch für Tops und alles. Und jetzt nehme ich ihn mal raus, dafür stehe ich. Alter, wie viele Kartons hier, den muss ich doch jetzt mal klein machen. So. Stelle ich den Bass mal hier eben drauf und dann zeige ich euch alles. So, der ist aber echt gut zu tragen, so an sich. Muss ich ja sagen. Hopp. So, da haben wir alles. Jetzt zeige ich euch das, den Bass von Lahn. So, das ist jetzt der Bass.
Zur Größe könnt ihr die Maße gucken, aber so groß ist jetzt meine Hand. Der Griff ist super, ich kann hier überall greifen, bin ich sehr mit zufrieden. Den kann man super tragen, von vorne optisch sehr ansprechend, finde ich, schlicht gehalten, schick, sehr robust. Hier oben die Distanzstange kann mit dem Gewinde verschraubt werden. Und ja, auf der anderen Seite sieht er genauso aus. Auf der Rückseite haben wir ja einmal die Kühlrippen von der Endstufe. Hier unten Speakon-Anschlüsse für die Satelliten, für die beiden, links und rechts. Ja, An- und Ausschalter, hier ist eine Sicherung und Kaltgeräteanschluss. Davon habe ich jetzt auch zwei Kabel. Da liegt der von der alten Anlage, sieht man noch. Das ist genau der gleiche. Das Coole ist, der hat hier diesen Clipser. Und dadurch kann ich den, wenn ich ihn reingesteckt habe, nicht einfach wieder rausziehen. Das finde ich ganz nett. Ja, hier oben kann ich noch die Phase auf 180 Grad stellen und wenden quasi. Ja, hier können wir den Subwoofer-Level einstellen. Hier einmal Main-Level, also Gesamtlautstärke. Hier diese LED leuchtet, wenn er an ist. Hier sagt er, wenn er ein Signal kriegt. Und dieser Limiter leuchtet, wenn ihr zu viel Gas reingibt. Und das haben bei meiner alten Anlage welche gemacht, ganz viel. Und die haben die Endstufe zerschossen. Die Reparaturkosten von der Werkstatt hätten den Gesamtwert der Anlage überschritten. Damals hatte ich noch keine Ahnung und habe nicht geguckt, ob ich es selber reparieren kann. Und dann hätte es vielleicht sogar weniger gekostet. Aber naja, man lernt immer nie aus. Eingänge per XLR und per Cinch. Ist ganz nett. Man kann dann auch mal eben Handy anschließen bei dieser kleinen Anlage mit Cinch. Welche Handys haben das heutzutage noch? Auch nicht mehr die meisten. Aber die Möglichkeit besteht. Das ist auch ganz cool. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Von der Unterseite. Ne? Es hat halt vier Füße. Muss ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ich werde die Musikanlage jetzt mal eben anschließen und aufbauen. So sieht es jetzt aus. Unten der Bass. Stativ, es entschuldigt das Chaos hier, das wird sich nach der Party ändern. Und hier oben die beiden Satelliten. Und man sieht, die sind ganz leicht nach vorne angeschrägt. Das heißt, diese Höhe ist jetzt auf diesen Abstand perfekt. Ich könnte es auch noch ein bisschen niedriger machen, aber so ist es knapp über Lauscherhöhe. Und sie gehen, der Abstandwinkel ist leicht schräg nach unten. Ja, für so eine kleine Party echt optimal. Und jetzt ist da noch ein Paket, und zwar das hier. Und da ist noch was drin für diese Anlage. Mehr werde ich zu dieser Anlage nicht sagen. Ich werde sie jetzt nicht anschließen. Es ist ganz einfach, Speakon-Kabel unten rein. Aber ich werde sie jetzt auch nicht anmachen, weil, wie gesagt, man hört das auf dem Video eh nicht, dass da was rauskommt und so. Ich kann nur sagen, die Anlage ist auf jeden Fall in Ordnung. Vertraut mir da für Anfänger. Vielleicht könnt ihr euch eure eigenen Erfahrungen in die Kommentare schreiben, wenn ihr euch mit dieser Anlage auskennt. Jetzt werde ich erstmal den anderen Karton auspacken hier und ich hoffe, es ist auch das Schlimme, was ich glaube. Ich weiß nämlich gar nicht mehr bei den ganzen Sachen, die angeliefert worden sind, ob das da drin ist. Jetzt kommt hier was ganz anderes. Ah doch, das sieht aber richtig aus. Alter, ich muss gleich jetzt mal Kartons zusammenräumen. Wenn ihr Kartons braucht, ich habe welche. Und zwar ist das ein Coverset. Dieses Coverset hatte ich tatsächlich, weil ich nicht so viel Geld damals ausgeben wollte. 2015 hatte ich noch nicht so viel übrig. Das habe ich da nicht gekauft, aber es ist schön. Einmal für den Bass. Zweimal für die Tops. Sehr klein, kompakt diese Cover. Und dann ist hier drinnen noch, ihr seht schon, Blue Wheels. Einmal mit, also zwei mit Bremse, zwei ohne. Und dann ist da ein Brett, das muss ich gleich einmal, glaube ich, dran schrauben. Und dann habe ich ein Rollbrett für diesen Bass. Das heißt, ich habe mir jetzt diese Kompaktanlage geholt, mit kompletten Set zum Einpacken und auch Rollen. Ob man das bei so einer Kompaktanlage braucht, also ein Rollbrett, weiß ich jetzt nicht, aber es ist halt in diesem Coverset bei. Was das taugt, kann ich euch auch noch nicht sagen. Ich werde es jetzt einfach mal zusammenschrauben. Hier ist noch irgendwie so eine Art Gurt. Der wirkt aber richtig billig, muss ich gestehen. Der wirkt so, als ob er gleich abreißt. Mal gucken. Ich schraube das Rollbrett mal eben zusammen. So, Freunde, ich habe jetzt das Rollbrett zusammengebaut. Kann ich euch mal eben zeigen.
Also hier Blue Wheels, auf den einen Seiten habe ich die Bremsen dran gemacht, auf den anderen nicht. Sieht ganz ordentlich aus. Hier auf der einen Seite haben wir die Löcher, wo die Füße vom Bass reinkommen. Zwei Griffe, easy zu tragen. Ist halt ein Rollbrett. Und jetzt werde ich das mal eben da drauf bauen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann jetzt aus der Kameraperspektive, aber es ist keine Kunst. So, endlich geschafft. Okay, Leute, ich habe jetzt die Musikanlage zusammengebastelt mit diesem Coverset. Ich habe jetzt die Fun Generation Speakon-Kabel da drauf gepackt. Wir haben hier hinten eine kleine Tasche, da passt aber auch wirklich nur dieses Kaltgerätekabel rein. Ja, ich finde, die Cover sehen ganz gut aus, die Taschen. Dieser Gurt, um das zusammenzuhalten, ist ein Witz. Ich glaube, der reißt. Da kann man aber auch einen normalen, vernünftigen Spanngurt drum machen, klein. Und gut ist. Aber an sich ist es ganz cool. Das Rollbrett ist echt in Ordnung und es ist dann echt eine kompakte Anlage. Ich werde diese Anlage, wie gesagt, nicht anmachen jetzt. Ich bin sehr zufrieden mit dieser Anlage. Es ist unsere kleinste Kompaktanlage. Ich bin preis-leistungstechnisch sehr zufrieden und kann diese wirklich als Anfängeranlage empfehlen. Die kann man auch, denke ich mal, dann ganz gut wieder verkaufen oder man behält sie halt für kleine Sachen. Ich finde die immer praktisch, deswegen habe ich sie ja jetzt auch gekauft. Ja, das dazu. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Helft euch gegenseitig. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao.